Kennen Sie Ramen? Was ist das denn? Noch nie gehört. Vor 40 Jahren kannten viele Leute das japanische Nudelgericht nicht. Natürlich konnte man hierzulande auch damals Instant-Ramen kaufen. Und es gab in den großen Städten japanische Restaurants. Aber die Popularität dieses Gerichts war viel kleiner als jetzt. Ich wohnte damals in einer kleinen Stadt. Wenn ich Instant-Ramen kaufen wollte, musste ich ziemlich lange fahren, um bestimmte Läden zu besuchen, die Instant-Ramen im Sortiment hatten. Es war schon ein größerer Ausflug für mich. Und jetzt? Ich gehe zu Fuß zum Supermarkt und bekomme dort einfach verschiedene Ramen-Sorten. Außerdem gibt es hierzulande inzwischen viele Ramen-Restaurants. So kann ich jederzeit das japanische Nudelgericht genießen. Übrigens, viele Japaner machen beim Ramen-Essen etwas, was in Japan normal ist, aber hierzulande als unfein gilt. Was kann denn das wohl sein? Die Antwort steht in den Kommentaren.